Bitte einen Riesenapplaus für unseren nächsten Comedian, nämlich Michael Senz. Vielen Dank. Man wird ja immer gefragt, Mensch, was macht so ein Künstler eigentlich tagsüber? Also ich sitze hier an der Leiste und denke mir Verse aus, zum Beispiel sowas hier. Unser Kind wünscht sich zu Weihnachten ein Pferd, weil sie diese Tiere so verehrt. Ich gab ihr dafür meinen Segen, sonst hätt's wie immer ganz bei uns gegeben. Oder einen habe ich noch. Mutter, wir hatten gestern unseren ersten Krach. Da sagt die Mutter zu der Tochter sorgend, ach, das geht meistens allen so. Vielleicht macht dich diese Info froh. Allen Paaren widerfährt das Gleiche. Ja, aber Mutter, wohin jetzt mit der Leiche? Das macht man so tagsüber. Ja, ja. Es gibt ja ein berühmtes Musical, welches sich mit Mozart beschäftigt, ne? Von Bollard und Bollard, Falco meets Amadeus. Und da gibt es ja auch einen riesen Hit drin. Ne? Also Amadeus, 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 Amadeus. Ich habe mir schon immer gefragt, wie ist eigentlich die Inspiration zu diesem Welthit entstanden? Ich sage es euch, fach ab. Ich glaub, es war im Sommer und es war im Winter. Sah man Falco ganz allein durch die Straßen ziehen. Plötzlich hat auch noch sein Deo versagt. Da ist er zu Rossmann und hat gefragt: Hammanteo, 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 Hammanteo. Oh, oh, Hammanteo, ich hab auch noch ein Deo. Hammanteo, 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 Hammanteo. Oh, 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 Amadeo, ich hab mir noch ein Date. Da. Vielen Dank. Als ich erfahren habe, dass ich heute hier auftreten darf, war ich natürlich sehr froh. Und ich dachte mir, Mensch, so ein schönes Haus und ein schöner Moment. Machst es halt mit einem Kollegen zusammen, rufst jemand an. Ja, man ist ja auch gut vernetzt inzwischen. Und ich habe einen prominenten Kollegen angerufen, der hat auch zugesagt. Heute 14 Uhr klingelt das Telefon und er sagte, er könne nicht kommen, wegen einer Fernsehaufzeichnung, die er sich anschauen wollte. Aber er hat mir gestattet, ihn hier heute würdig zu vertreten und das möchte ich dann auch nutzen. Ich weiß nicht, warum mir das passiert, aber ich werd ständig parodiert. Jeder Komiker ist besser als das Original. Mach ich mal'n Fernseher an, dann seh ich oft so'n Hampelmann. Der kaspert einfach meine Nummer nach, alles lacht. Jedes Arschgesicht parodiert verdammt nochmal mich, weil was Besseres können die nicht. Wenn es mal nicht mehr geht und der kleine Udo nicht mehr steht, was ja theoretisch möglich ist, dann geht auf jeden Fall in Deutschland überall eine Karriere als Parodist, was so schlecht nicht ist. Soll die doch mal jemand anders nehmen? Ich kann mich nämlich nicht als Double sehen. Michael Jackson wäre auch nicht schlecht. Du, den kann keiner in echt. Ja, außer ich, ne? Ich kann das machen.
Pass auf, Mann, ich mach's für dich hier vorne. Ne? Ich mach's für dich. Ne? Ich glaube, dein Bruder hat nichts dagegen. Ne? Pass auf, ich mach's für dich. Pass auf, ne? Ich kann's für dich. What about sunrise? What about Schnaps? What about Eierlikör? Am besten gleich vom Fass. Komm mal, ich schenke dir die ganze Hand. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe ja die Nummer mal in Berlin gemacht. Und Berlin ist ja die Hochburg der Udo Lindenberg-Parodisten. Und da kriegte ich auf der Bühne den sogenannten Lindenberg-Krampf. Ja? So eine Art Kiefernsperre. Ist inzwischen auch eine anerkannte Berufskrankheit. Und es hat tierisch wehgetan und ich wurde sofort vom Inspizienten in die Seitengasse gezogen, mit Blaulicht zum Notarzt gefahren. Und nun wusste ich aber nicht, der wievielte Künstler war ich an diesem Tag mit diesem Problem bei diesem Notarzt. Wusste ich nicht. Kam also rein und sagte, Alter, hast du richtig Scheiße? Der hat nur mit den Augen gerollt, hat mich überhaupt nicht untersucht. Ich sagte, Alter, ist richtig schmerzhaft. Der hat nur was auf seinen Zettel geschrieben, mir in die Hand gedrückt und gesagt, kommen Sie, gehen Sie. Als ich draußen war, wissen Sie, was auf dem Zettel drauf stand? Da stand drauf, einfach mal die Merkel machen. Passt. Ich wurde ja als Kind ein bisschen gehalten wie Kaspar Hauser. Halt nur ohne Essen. Was jetzt im Osten nicht so ein Problem war. Und ich musste von früh bis spät hier an der Elfenbeinküste nach Perlen fischen. Am Freitag, am Ende der Woche, war bei uns immer Leistungskontrolle. Und wenn da was nicht geklappt hat, hat mich mein Vater an den Flügel angekettet und ist dann mit meiner Mutter ans Wochenende gefahren. Ich hätte natürlich viel über draußen mit meinen Kumpels Fußball gespielt, aber ging ja nicht, war ja angekettet. Bolzenschneider kannte ich damals noch nicht. Und wenn es im Osten mal Bolzenschneider gab, ja, dann meist immer nur ein Schenkel. Ja, die Russen haben ja alles mitgenommen. Ne? Halt nur nicht meinen Vater. Ne? Aber ich habe damals trotzdem Fußball gespielt. Allerdings meine Kicker, das waren keine Fußballer, das waren Komponisten. Und ein Fußballspiel hat sich bei mir damals so angehört. Meine lieben Zuhörer, ich begrüße Sie zur zweiten Halbzeit der diesjährigen Finalbegegnung um den Cup der Toten Tonsetzer. Schiedsrichter der bislang torlosen Partie zwischen Vivace Wien und Bayer Bayreuth 04 ist wie immer und ewig Gott, der just in diesem Moment den Ball zur zweiten Hälfte freigibt. Und es ist Robert Schumann, den Wien erst 1856 von der Eintracht aus Ende nicht geholt hat, der hier mit traumwandlerischer Sicherheit das Leder am Fuß führt. Immer noch Schumann, die Kugel klebt ihm praktisch am Schuh. Mann, was für eine Ballbehandlung. Aber da eine rüde Attacke von Aram Khatchatoyan, der einfach dazwischen haut. Die Möglichkeit zum schnellen Konter für Bayer 04. Richard Wagner, der Chefcoach der Bayreuther, ist von seiner Trainerwolke aufgesprungen. Er brüllt etwas Richtung Khatchatoyan, der die gegnerische Abwehr förmlich umtanzt. Mit seinen säbelförmigen O-Beinen erinnert er stark an Telebarski. Er spitzelt den Ball vorbei an Schmetterner, aber zu weit vorgelegt. Der Ball passiert die Torauslinie. Johann Strauß gewinnt den Schiedsrichterball. Wunderschöner Doppelpass mit Franz Liszt. Strauß treibt das Leder Richtung Strafraum, zieht ab und Latte. Aber die Gefahr ist noch nicht vorüber, denn das Objekt der Begierde landet wieder bei Strauß. Der lässt mit einem Bauerntrick einer simplen Mollparallele die halbe Bayreuther Hintermannschaft stehen. Er läuft an, verzögert, schießt und Tor 1:0 für Vivace Wien. In der Westkurve werden Wunderkerzen angezündet und geschwenkt. In der Ostkurve hingegen fliegen die ersten Sitzkissen Richtung Spielfeld, wo der Wiederanstoß erfolgt ist. Und das ist Wolfgang Amadeus Mozart, der Wiener Libero, der hier immer wieder als Anspielstation gesucht und gefunden wird, dessen geniale Spielideen Vivace bis in dieses Endspiel gebracht haben. Und so läuft auch dieser Angriff über ihn. Und da kommt der Pass in die Tiefe auf Edward Krieg, aber da wird böse zu Fall gebracht. Ein übles Foul von... Ich kann ihn nicht erkennen. Ein Spieler mit der Startnummer 5. Ludwig van Beethoven, meine Damen und Herren. Gott zögert keine Sekunde, Strafstoß. Beethoven bedrängt Gott, will gestikulieren, schreit auf den Schöpfer ein. Und da ist sie, die gelbe Karte, wegen Meckerns für van Beethoven.
Quatsch hat Troiani, wir wollen versuchen, Beethoven zu beruhigen. Aber Beethoven stellt sich taub. Jetzt wirft er sogar wütend seine Kapitänsbinde in Richtung des Unparteiischen, aber endlich kann der Strafstoß ausgeführt werden. Edward Grieg, also Elver Eddie persönlich, legt sich den Ball zurecht, dreht sich um, macht 5, 6, 7, 8 Schritte, bückt sich noch einmal, um seine Schuhe zuzubinden, vielleicht auch nur Maurice Ravel. Er läuft dann, verzögert, schießt und Ravel die Katze hält. An der Außenlinie macht sich unterdessen ein Bayreuther Spieler warm. Und wenn mich nicht alles täuscht, das ist Egon Senz. Der gefürchtete Zwölftontechniker, der hier auf seine Chance wartet. Aber nein, da wird enharmonisch eingewechselt. Sergei Rachmaninov, der Depressive von Bayern 04. Für ihn verlässt Beethoven den Platz. Wagner will wohl keine rote Karte riskieren. Rachmaninov fühlt sich gut ein, er düpiert Mozart mit einem schwermütigen Forzato. Aber da wirft sich Karl Orff dazwischen. Karl Orff, liebe Hörerinnen und Hörer, die Torhüterin aus München hat sich bei dieser Aktion scheinbar verletzt. Mit schmerzverzerrtem Gesicht findet er sich im eigenen Strafraum. Es sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Man kann nur hoffen, dass Orffs alte Verletzung an der Patellasehne, an der er schon seit Jahren herumlaboriert, nicht wieder aufgebrochen ist. Aber da rappelt er sich mühsam auf. Rimski-Korsakow, ein feilschneller Mann, der die 100 Meter unter 11 Sekunden läuft. Wie von der Hummel gestochen, fliegt er unter. Diesmal ist es George Gershwin, der Neueinkauf aus Übersee. Und mit diesem himmlischen Bild, liebe Hörerinnen und Hörer, schalten wir zurück auf die Erde. Liebe Leute aus Berlin, Michael Senz! Michael Senz!